Hallo und herzlich willkommen im Reich der Aquaristik hier in im Aquabotanikerzimmer. Es gibt einige Veränderungen, auch schlechte Nachrichten tatsächlich. Und von daher fangen wir heute ganz schnell an. Wir haben hier oben neue Tiere drin gehabt. Die gibt es leider nicht mehr. Die sind alle von dannen gezogen. Ich habe schon eine Vermutung, woran es liegt. Wir werden jetzt den obligatorischen 6-in-1-Test kurz machen, also insbesondere Nitrat interessiert mich jetzt bei den beiden Becken hier, denn wie gesagt, die neuen Zugänge sind nicht mehr da und von den beiden Becken sind tatsächlich auch von meinen jetzt so zwei, drei tatsächlich dahin gegangen und ich habe eine Vermutung, woran das liegt. Zu dem Thema kommen wir dann jetzt heute auch, denn ich denke, das ist sehr wichtig zu erfahren, wieso, weshalb, warum etwas passiert. Die anderen Becken laufen stabil, da ist nichts passiert, nur diese beiden Becken hier oben, interessanterweise, und das checken wir jetzt zuerst mal. Und ja, und weiß Bescheid, ne? So ist das. Okay, wir fangen an, damit ich hier nicht zu viel rumpalabere, denn ich möchte jetzt auch in Erfahrung bringen, was da Tatsache gegeben ist. Wie gesagt, ich habe eine Vermutung, jetzt bedingt durch die Wärme, die wir hatten zum einen und zum anderen aber auch, die Filterschwämme. Wie gesagt, da kommen wir jetzt gleich etwas detaillierter zu, denn ich habe eine Vermutung. Denn wir haben hier sehr feinporige Filterschwämme. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wir haben tatsächlich in Becken Nummer 3 Nitrat drin und in Becken Nummer 4 auch. Das ist einmal dieses Becken hier, wo die Neuzugänge drin waren. Und einmal hier bei den Jungtieren. Da ist allerdings noch nichts passiert. Da ist noch nicht ein einziger dahingegangen, interessanterweise. Aber da ist der Nitratwert auch noch etwas weniger als jetzt hier in dem Becken. Ja, okay, also werden die Neuzugänge voraussichtlich, abgesehen davon, dass sie Stress hatten, sind sie mit dem Parameter nicht zurechtgekommen hier. Hier lag heute Morgen auch ein totes Tier drin, also ein verstorbenes Tier. Das wundert mich jetzt so ein bisschen, weil hier ist tatsächlich ein Becken Nummer 2, also das zweite hier. Da ist also nichts ersichtlich in dem Sinne. Könnte damit zusammenhängen, weil wir hier die Cladophora rausgenommen hatten, wer sich noch daran erinnert. Ne? Und dadurch haben wir natürlich die ganze Biologie komplett verändert hier drin. Und ja, kann durchaus sein, dass dann das ein oder andere Tier das nicht abkonnte in dem Sinne. Die Veränderung, ja, ist so. Aber was wir sehen, können ihr das schön, die Cladophora sind auf dem Rückmarsch. Ne? Also hier ist kaum noch was dran. Da habe ich nichts mehr abgezuppelt seit dem letzten Mal. Das ist tatsächlich von alleine weggegangen. Aber wir sehen so kleine Posten, so wie da hinten zum Beispiel. Dort wachsen sie nach. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es schon mal wesentlich besser geworden. Auch hier auf dem Moos, das ist komplett auf dem Rückzug tatsächlich. Okay, also werden wir heute auf jeden Fall Wasserwechsel machen und wir werden auch die Schwämme reinigen heute tatsächlich. Aus einem ganz einfachen Grund. Pass mal auf, ich stelle mich mal hin und erzähle das und blende einfach ein paar andere Aufnahmen ein. Das ist dann einfacher für mich, als wenn ich jetzt die ganze Zeit hier die Kamera festhalten muss. Und zu den anderen Becken kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch. Hier läuft es richtig gut, muss ich sagen, mit dem Lavagranulatbecken. Die Tiere sind hier flott unterwegs. Die lieben tatsächlich die Strömung. Ja, okay. Mikro Siemenswert passt. Per, heute bin ich gerade am Checken. Sieht auch gut aus. Also da gibt es keine Veränderung. So, dann kommen wir mal kurz zu diesen Filterschwämmen. Es sind sehr feinporige. Und was ich so mitgenommen habe, anfangs, als ich anfing mit der ganzen Sache neu, dass gesagt wurde, man sollte die Filter so lange laufen lassen, ja, bis fast gar nichts am Wasser mehr durchgeht. Ich bin jetzt aber eine andere Ansicht. Und zwar ist es so, bedingt dadurch, dass es sehr feine Filter sind. Das Wasser wird durchgesogen. Ne? Irgendwo Teilbereiche setzen sich zu mit der Zeit. Das heißt, das Wasser fließt nur noch in bestimmten Bereichen durch den Schwamm durch, wo halt noch was durchläuft, wo es auch noch nicht zusitzt. In diesen Bereichen, wo es zusitzt, werden sich dort Bakterien entwickeln, die eben das Ganze nicht mehr umbauen, umsetzen können. Und dadurch entsteht dann der Nitrat tatsächlich. Das sind also Bakterien, die dann ja unter Sauerstoffabschluss in dem Sinne existieren. Die anderen, die guten Bakterien, das sind ja die, die mit Sauerstoff leben in dem Sinne. Die leben halt dort, wo richtig Wasser durchläuft, ganz klarer Fall. Und dort, wo der Schwamm sich zusetzt, da ist das eben nicht mehr gegeben. Und dann ja, verändern sich die Werte in dem Sinne. Wie ich, also biologisch genau kann ich es nicht erklären. Nur ich bin ziemlich doch der Auffassung, dass eben Bereiche in den Schwämmen zusitzen. Und dort kann auch ja Fäulnis entstehen im Prinzip. Ne? Und von daher werde ich heute Schwämme säubern. So, haben wir auch lange Zeit gar nicht gemacht, weil wie gesagt, es wurde immer gesagt, so, lass die laufen so lange, bis kein Wasser mehr durchkommt fast und dann erst wieder reinigen. Aber ich bin der Ansicht, da sollte man doch vorsichtig sein und vor allen Dingen messen.
Nitrat, ganz wichtig, ne? Denn wenn das Nitrat erstmal da ist, dann muss es raus. Klar, Wasserwechsel kannst du machen, aber dann kannst du alle paar Tage Wasserwechsel machen, weil Nitrat drin ist, Nitrat drin. Das kriegst du so schnell nicht raus in dem Sinne, weil, wie gesagt, in den Schwämmen Prozesse passieren, die negativ sind für das Wasser. Ne? Das mal so grob erklärt. Ich bin kein Biologe. Der Herr Mund, der kann euch das besser erklären, beziehungsweise hat das auch ganz gut erklärt, muss ich sagen. Und von daher kann man da mal zurückgreifen und bei dem guten Herren mal gucken. Der hat das alles ein bisschen besser erläutert, als ich das mache. Aber ich werde dann dementsprechend heute tatsächlich ja, eingreifen hier und die Schwämme mal säubern. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich gleich direkt beide säubern soll. Jetzt hatte ich es ja eigentlich gerade schon gesagt. Hier die Cladophora, die sind ja, ja weg. Im Prinzip kannst du fast sagen, ne? Das ist alles vergangen, hat sich zersetzt. Und das Ganze ist natürlich in den Filter rein hier. Und dort hängen die Reststoffe alle drin. Und dementsprend schafft der Filter das so eben noch. Aber die ganzen Prozesse insgesamt im Becken haben sich verändert. Und von daher können die Tiere da auch leiden. Aber dass man das optisch mal mitnimmt. Ne? Alles, was so kaputt geht, verrottet, das geht hier rein. Und bleibt da drin. Und wenn die Bakterien nicht in der Lage sind, das alles umzusetzen, dann steigt natürlich auch dementsprechend der Nitratwert. Ja, abgesehen davon bei der Fütterung oder so. Aber wir füttern hier sehr, sehr wenig. Also von daher kann das daher nicht rühren. Aber es ist so, wie es ist. Okay. Ja, man muss so mit der Zeit seine Erfahrungen sammeln. Uns alle nichts. Ne? Es passieren so viele verschiedene Prozesse im Aquarium. Vor allem, wenn man eine Veränderung hervorruft. Ist definitiv so. So, ich hole jetzt erstmal hier ein bisschen Wasser raus, dass ich gleich die Schwämme reinigen kann. Und das mache ich also hier dann dementsprechend auch mit dem Aquariumwasser. Die Schwämme müssen ja nicht ganz sauber sein, ne? Aber so, dass das Wasser wieder richtig durchfließen kann, ganz klarer Fall. Na, die ist so weg hier, die wollte ich nicht mitsaugen. Und in dem Zuge machen wir dann auch Wasserwechsel heute gleich mit. Das sind die auch schon wieder 2 Wochen tatsächlich her. Vielleicht hätte ich auch gerade jetzt, so als es so heiß war, doch tatsächlich öfter Wasserwechsel machen sollen. Aber gut, es sind jetzt keine Mengen an Tieren gestorben. Und ich hatte ja letztens schon gesagt, irgendwann werden die Tiere auch älter. Und da geht das eine oder andere Tier einfach mal. Das ist halt so gegeben. So, okay. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel Wasser hier drin. Nee, das müsste passen. Okay, jetzt müssen wir allerdings erstmal den... Wo leg ich dich hin da? Müssen wir erstmal die Schwämme rausholen. Dazu muss ich den Filter aber ausschalten. Und das ganze Teil rausholen. Ja, das machen wir jetzt als nächstes. Wir müssen jetzt tatsächlich hier den ganzen Filter rausholen, denn wenn ich jetzt nur die Schwämme abziehe, dann krabbeln mir die Babys hier alle in den, ja, in das Gerät rein und das wäre natürlich nicht so gut, ne? Wenn die dann geschreddert werden, das brauchen wir nicht. So, rütteln und schütteln hier, ein paar Mal hoch und runter, Geschichte kennen wir schon, ne? Besser ist das tatsächlich. So, okay, 1, 2, 3, mal das Handtuch nehmen, so, ab in den Eimer damit. Und dann gucke ich erst nochmal, ob noch irgendwo vielleicht doch ein Baby ist oder eine Schnecke oder whatever. Ganz wichtig, wie immer, ne? Vorher Hände waschen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Da hängt auch noch eine Schnecke, sehe ich gerade. So, ja, in dem Zuge wäre es natürlich vielleicht sinnvoll, wenn wir neue Schwämme nehmen, weil wir hier die Cladophora drin haben. Aber dann fehlen uns die Bakterien. Ne? Ist auch wieder so eine Sache. Also ich werde es nicht riskieren, von daher werde ich jetzt also tatsächlich nur die Schwämme sauber machen. Das lege ich jetzt erstmal hier aufs Handtuch. Ja, siehst du wohl. Ja, die sind schon ein bisschen pappig, das merkst du. Ja, ja, ja. Oh ja, das wird echt höchste Eisenbahn. Das wird echt höchste Eisenbahn. Aber wie gesagt, die müssen nicht ganz sauber werden, ne? Aber doch so, dass sie wieder Durchfluss haben. Ja. Ja, riecht normal in dem Sinne. Nach Mulm. Tja, ist die Frage, wie oft sollte man so einen Filter reinigen? Ne? Gute Frage, nächste Frage. Auf jeden Fall jetzt. Also das ist definitiv so. Und man müsste tatsächlich routinemäßig öfter mal Nitrat messen. Und wenn da irgendwas nicht, also wenn dann der Nitratwert plötzlich mal steigen sollte, wenn man sich dann gewiss ist, dass man lange Zeit die Patronen, Filterpatronen nicht gereinigt hat, dass man das dann einfach prophylaktisch macht. Ne? Okay, das werden wir dann jetzt im Laufe der nächsten Zeit sehen, inwieweit das Ganze dann jetzt miteinander reagiert. So, und stecken wir den einfach wieder drauf hier. Wie gesagt, wir nehmen jetzt das Aquariumwasser.
Auf Anrat machen wir das jetzt. So. Okay, den noch drauf hier. Ah, ich bin schon im Wald. Ja, heute ist soweit. Es ist nicht mehr heiß und ich habe mich dazu entschlossen, heute tatsächlich in den Wald zu gehen mit den Kindern. So, das war's schon. Also gar nicht so schwierig. Was wir jetzt noch an Grünzeug sehen, das können wir schon mal mit abzuppeln hier. Dann ist das soweit erstmal okay. So, jetzt kommt er wieder rein. Ausquetschen brauchen wir die Filterpatronen jetzt nicht. Das haben wir schon in Erfahrung gebracht. Also da ist keine Luft jetzt drin tatsächlich. Bei neuen muss man das ja machen. Ne? Aber bei gebrauchten oder die schon eingefahren sind in dem Sinne, alles fährt hier ein, die Sache ist dem. Da braucht man das nicht machen. Der saugt sich jetzt sofort wieder mit Wasser voll. So, jetzt muss ich mal eben dahinter das Kabel legen und dann schmeiße ich das Ding wieder an hier. Und dann mache ich das nächste Becken, aber das mache ich dann alleine und derzeit kann ich auch schon mal Wasser wieder nachfüllen. Ja, so ist das, ne? Mal gucken. So, dann stecken wir den Stecker mal wieder rein hier. Und dann läuft das wieder. Ja, okay, dann haben wir den fertig. Wasser rein, Wasseraufbereiter rein und das Obligatorische, was wir immer machen. Ja, okay. Jetzt ist zwar hier ein bisschen aufgewirbelt alles, aber das ist nicht so schlimm. Das wird sich in den nächsten paar Minuten regeln. Dann kommen wir jetzt zu dem Becken mal ganz kurz hier. Hier haben wir unsere Echinodorus Hardy Red Pearl drin. Ja, der CO2-Pilz ist leer, müsste ich mal wieder nachfüllen. Aber ich, ja, aber komm her. Ist egal, wenn ich Zeit finde, mache ich das. So, das wollte ich eigentlich zeigen hier. Hier sehen wir jetzt von der Hardy Red Pearl das Ende der Blüte. Hier entwickelt sich ein Blättchen und tatsächlich ein rotes Blättchen. Da wird sich wohl eine Pflanze entwickeln und tada, guck mal da. Auch hier entwickelt sich tatsächlich eine Pflanze. Das soll ich schon mal mitnehmen, wie das aussieht hier. Auch hier ist ein Blättchen tatsächlich, wie die Echinodorus dann dementsprechend sich so entwickeln. Auf jeden Fall, coole Sache. Ich dachte, ich müsste jetzt irgendwie komplett ins Wasser legen. Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Die kann dann ja, hier im Wasser wurzeln. Und mal gucken, wie die Geschichte sich hier dann ja, an der Luft weiterentwickeln wird. Auch das ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall mit der Echinodorus Hardy Red Pearl. So, jetzt kommen wir zu dem Becken. Das heißt, ich mache das mal eben fertig. In dem Becken läuft noch alles rund hier. Alles easy, alles cool. Auch jede Menge Babys tatsächlich drin. Gehen wir heute nicht genauer drauf ein. Ich wollte es mal kurz gezeigt haben. So sieht die Suppe jetzt aus. Ja, ne? Ist dann schon mal ganz gut, wenn man das zwischendurch mal macht. Aber ich muss mal gucken, in welchem Rhythmus ich das dann tatsächlich mache. Wie oft das sein muss in dem Sinne. Aber das mit dem Lavagranulat hier, also das läuft richtig gut, muss ich sagen. Total klasse. So, die Parameter in dem Sinne, Nitrat, gucken wir gleich auf jeden Fall noch hier bei den anderen vier Becken. Da unten das eine auch. Dass wir das schon mal mitnehmen, wie das jetzt hier ausschaut dann. Einer lebt sogar noch. So, ich habe die Filterpatrone gerade gewechselt. Deswegen schwirrt hier so einiges rum gerade. Ja, und es ist doch wichtig, beide zu reinigen, definitiv. Denn hier hatte ich mal einen rausgenommen und ich glaube, hier unten hatte ich den oder in den reingequetscht. Ich weiß gar nicht mehr. Es hat sich gezeigt, dass der andere, den ich nicht gewechselt habe, der saß komplett zu. Der war also richtig matschig, weil dort einfach nichts mehr durchgelaufen ist. Ne? Und das hat auch tatsächlich schon ein bisschen gerochen, muss ich sagen. Ja, so kann es dann gehen. Ne? Also wenn wechseln, dann doch besser beide Filter. Denn der andere bleibt sonst zu. Ne? Der saubere, der zieht das ganze Wasser durch. Ne? Und der andere, der steht dann mehr oder weniger in seinem eigenen Matsch die ganze Zeit. Und dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Okay. Es ist doch ganz schön, wenn man tatsächlich einen Vergleich hat. Ne? So, hier hatten wir jetzt einen sehr hohen Nitratwert gehabt. War noch das Becken, ne? Ja. Und es hat sich also wirklich herausgestellt, dass der eine Filter im Prinzip ja filterlos dort einfach nur drin hing. Ich habe jetzt gerade mal gerochen hier an dem Wasser und das, puh, das stinkt penetrant. Wirklich penetrant. Ich habe ja den Vergleich von dem einen vorhin, den ich gesaubert hatte hier. Ne? Das roch normal, so wie Mulm halt, wie man das so kennt. Aber das hier stinkt wirklich penetrant. Also ganz wichtig bei diesen Doppelschwammfiltern, wenn du sie säuberst, beide gleichzeitig. Ansonsten sitzt der eine zu und bleibt zu und moddert so vor sich hin. Und dementsprechend steigt dann auch der Nitratwert. Ja, ganz, ganz wichtig zu wissen, mitzunehmen heute. Ich denke mal, das ist der wichtigste Fakt. Okay, ich tue mir jetzt mal gerade ein bisschen die Ruhe an, mache den Eimer leer und sauber und werde die beiden Becken wieder befüllen.
Und das andere Becken mit den Babys, das mache ich morgen. Da ist also noch nichts passiert in dem Sinne. Von daher, dass jetzt ein Tag länger ist, ist natürlich auch nicht ganz so tragisch. Aber ich muss hier auch langsam ein bisschen vorwärts kommen. Aber ich glaube, das ist doch mit der wichtigste Fakt, abgesehen von allen anderen Sachen, die wir so mitnehmen, heute auf jeden Fall tatsächlich so gegeben. Ne? Die Filter tatsächlich komplett reinigen und nicht nur einen und den anderen drin lassen. Das bringt es dann überhaupt nicht. Okay. Das ist jetzt Beck Nummer 5, 6, 7 und Nummer 8. Leichter Nitratwert drin bei 5, 6 und 7, bei 8 gar nicht. Das ist soweit, ja, ich würde sagen, geht gerade so. Aber auch hier werde ich dann doch mal die Schwämme tatsächlich sauber machen. Das ist Nummer 5, das ist Nummer 6, das ist Nummer 7. Momentan tatsächlich immer noch mit einer Algenblüte. Aber da warten wir ab, das klärt sich von alleine. Ne? Ja, und das ist dann halt Nummer 8, also da ist noch gar kein Nitrat drin. Ach so, dann können wir uns mal eben die Pflanze angucken hier. Der Sonnentau, der wächst wieder wunderbar. Ja, den hat man ja geflutet einmal komplett, weil er ja auf dem Rückzug sich befunden hatte, um das mal sauber zu spülen. Und das hat funktioniert. Ja, okay. Ein paar Tage später, ja, ich habe extra abgewartet, um mal zu gucken, was jetzt sich noch so ja, entwickelt, nicht, sondern was so noch passiert. Soweit ist alles okay, den Tieren geht's gut. Hier sind noch Babys tatsächlich auch zu sehen in dem Becken. Es sind allerdings nicht mehr alle, einige sind auch dahin gegangen tatsächlich, bedingt durch ja, die Filter in dem Sinne. So, bei dem Becken hier ist soweit okay, die Tiere, die ich hier rüber gesetzt habe, die Santas aus dem Babybecken hier. Denen geht's gut, da ist nichts passiert, aber die Babys, die hier tatsächlich ja nochmal geschlüpft sind, also ganz kleine im Prinzip, die sind alle nicht mehr da. Ist definitiv so. Ja, ist halt, ne, so kann das passieren im Leben. So, da gucken wir kurz bei der Echinodorus vorbei hier. Hier kann man schon sehr schön sehen, wie die Wurzeln jetzt hier ins Wasser wachsen. Es sind auch schon wesentlich mehr Blätter tatsächlich in der Zeit. Das müsste jetzt ungefähr, ich weiß nicht, 5 Tage her sein oder so. Auch hier entwickelt sich ein wunderschönes neues Blatt. Ich warte noch ab. Normalerweise müsste man sie tatsächlich hier aufs Wasser legen oder ins Wasser oder wie auch immer. Die ganze Route, ne, damit sie sich bewurzeln können und wir sie dann später abtrennen können. Aber ich lasse das erstmal so, um das Ganze weiter zu beobachten. So, im Babybecken ist alles noch okay. Das läuft tatsächlich nach wie vor wunderbar. Jede Menge Babys hier tatsächlich. Also hier ist noch nichts passiert. Das ist soweit okay. Ja, machen wir heute noch was oder nicht? Ich glaube nicht. Ich wollte nur den Film jetzt mal zu Ende kriegen, dass wir nochmal einen Einblick bekommen, wie das Ganze jetzt aussieht. Hier sind, ach guck mal, da ist einer. Guck mal, den kriege ich wahrscheinlich aber nicht viel näher dran. Der sieht mal mega interessant aus, muss ich sagen. Ja, okay. Dann Cladophora. Ja, die sind so gut wie weg, kann man sagen hier tatsächlich. Das ist aber schon mal sehr interessant, dass das funktioniert hat. Ne? Was heißt funktioniert? Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich habe ja nur einfach einmal alles rausgerissen und den Rest sich selbst überlassen. Also das hat dann soweit ganz gut funktioniert. So, hier unten, das ist also echt noch der Burner schlechthin mit dem Becken. Das läuft nach wie vor richtig stabil. Hier in dem Becken haben wir bedingt durch das Lavagranulat und durch die Lavasteine natürlich einen enormen Vorteil, weil wir hier viel Bakterienoberfläche haben. Das heißt also, die Biologie findet auch hier im Becken statt, ne? Und nicht nur in den Filtern tatsächlich. Von daher, ja, das ist also, sollte man vielleicht in dem Sinne öfters machen bei den Becken, tatsächlich über große Lavasteine reinpacken. Aber okay, das ist alles nach wie vor Versuch. Hier läuft es auch rund, hier alles easy, alles cool. Da gibt es also auch nichts zu meckern. Okay, ich mache nochmal kurz einen Rundumblick hier. Ach so, das Becken ist nach wie vor trübe tatsächlich. Hier werde ich jetzt auch nochmal den Filter sauber machen, denn der Durchfluss ist wieder wesentlich geringer geworden. Genauso wie hier unten in dem Becken, in dem neuen. Jetzt muss ich mal eben Licht anmachen hier. Auch hier ist der Durchfluss sehr gering geworden. Also sind die Filterpatronen tatsächlich schon mal komplett verstopft tatsächlich. Hier lebt übrigens schon eine Jodaschnecke drin, damit sie hier Eier reinlegen kann und ja, den Aufwuchs, den Bakterienaufwuchs aufmampft. Bakterien, ah ja, ja, warte mal, kommen wir gleich nochmal zu. Das sind übrigens alles kleine Yoda-Babys hier. Ja, hier war ja damals auch eine Yoda-Schnecke mit drin gewesen und da sind ganz viele kleine Yoda-Babys drin. Ja, okay.
Und damit hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mal in diesem Film hier. Wie gesagt, es sind ein paar Tage vergangen, weil ich wollte die ganze Situation beenden, bevor ich den Film dann endgültig beende, in dem Sinne. So, wir kommen nochmal zum Nitrat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Nitrat vertragen die Garnelen? Oder aber gibt es noch einen anderen Faktor, der wichtig ist, zu berücksichtigen, warum die Tiere hier verstorben sind? Ja, gibt es. Und zwar abgesehen vom Nitrat. Wobei ich da nicht weiß wirklich, was da Maximum ist, dass die Tiere leiden können. So genau lässt sich das auch nicht nachmessen. Und zum anderen ist aber ein wichtiger Fakt. Wir hatten ja die Schwämme sauber gemacht und bei dem einen hatten wir ja gesehen, dass das gestunken hat. Das heißt im Klartext, unabhängig vom Nitrat, sind in den Becken Bakterien, die, ich sag's mal, sich wahrscheinlich explosionsartig vermehrt haben, durch diesen stinkenden Schwamm, der dort drin im Prinzip nur rumgegammelt ist. Das ist also im Wasser, wenn irgendwas drin ist, organisch was vergammelt und kein Sauerstoff reinkommt. Das ist ja in dem Schwamm gegeben, da kommt ja kein Sauerstoff mehr rein, wenn kein Wasser durchfließt. Dann ist das ja im Prinzip wie eine Gülle, wie so ein Güllefass im Prinzip, kannst du sagen, was immer wieder was abgibt, weil die Zersetzungsprozesse finden drin statt, aber eben keine positiven, sondern negative. Und daher kann es durchaus sein, dass wir hier ja eine Bakterienüberlastung hatten tatsächlich und dass es gar nicht mal vom Nitrat sein muss, dass die Tiere dahin gegangen sind. Das behalten wir jetzt erstmal so im Hinterkopf und denke mal, das ist nämlich auch ganz wichtig. Ich kann es natürlich nicht widerlegen oder belegen oder wie auch immer, aber gedanklich gesehen ist das so. Wenn du irgendwas Gammeliges nimmst und schmeißt das ins Becken rein, da bumm, explodieren die Bakterien. Und das können die Tiere natürlich nicht ab, das ist ganz logisch. Also ich gehe schon fast davon aus, dass es nicht unbedingt am Nitratwert liegen muss. Ne? Nehmen wir heute so mit. Wie gesagt, ich lasse das so stehen. Wenn ihr Erfahrung damit habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren wiedergeben. Ich denke mal, die Community wird dadurch natürlich auch bereichert in dem Sinne. Ne? Weil ich bin noch kein Profi, sondern ich lerne hier und wir lernen auch teilweise gemeinsam hier. Ich habe jetzt die Tage nicht gefüttert, also wirklich jetzt 4-5 Tage ungefähr. Allerdings gab es dadurch wieder ein klitzekleines Problem. Die Schneckenpopulation wird immer kleiner. Denn die Garnelen holen sich das, was sie brauchen, dann ist es Karnivoren und dann, wenn sie nichts kriegen, dann holen sie sich halt die Schnecken und fressen die dann weg. Das ist so. Ne? So, das wäre ganz wichtig dazu. Mit dem Lavagranulat, das finde ich also richtig krass cool. Vor allem, wie gesagt, das ist Stein, der bleibt für ewig. Ne? Da braucht man kein Zoll, der irgendwann mal zerfällt und auswechseln muss. Man muss hier halt nur gucken, dass man den pH-Wert optimal hinbekommt. Das können wir dann dementsprechend auch mit Zoll handhaben. Wie haben wir ja schon mal gesehen. Ne? Einfach Zoll irgendwo ein Säckchen packen oder so. Oder wenn du einen großen Filter hast, kannst du dann im Prinzip auch Zoll reinpacken und das damit belaufen oder betreiben in dem Sinne. Das geht tatsächlich auch. Aber ich finde das schon ja, ziemlich genial, das muss ich sagen. Das gefällt mir wesentlich besser als mit dem Soil. So, ich sammle mich nochmal kurz. Wie gesagt, guck nochmal, ob hier irgendwas ganz Wichtiges ist, dass wir das nochmal mitnehmen können. Ich mache kurz Pause. Die Aura Blue wollte ich nochmal kurz zeigen. Wenn man sich die Garnele mal ganz genau betrachtet, das ist eine ganz hübsche, schickes Blau und schicke Augen haben sie tatsächlich auch. Richtig hübsch anzusehen, die Kleinen. Bei den Neocaridinern, da waren wir auch schon lange Zeit gar nicht mehr so richtig am gucken, deswegen gucke ich mal gerade just, wie das hier aussieht, dass wir die eine oder andere Schöne mal sehen können. Die dürfen sich hier untereinander kreuzen, das sind also verschiedenfarbige, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber halt dunkelbraune, bräunliche, bläuliche, verschiedene Blautöne. Also es sind schon ganz hübsche Tiere hier und die zicken in keinster Weise rum, muss ich sagen. Also die haben bis dato keinerlei Probleme hier gemacht, überhaupt nicht. Mal eben gucken, da oben sitzen sie immer alle drauf und, ja nicht alle, aber viele und sind hier am Nack richtig mal scharf gestellt. Am Weiden, hier kann man auch sehr schön die Farbvarianten, Farbnuancen sehen, ne? Vom Blau ins Braun, also blaue Köpfchen, auch schick anzusehen. Ja, aber das Schönste hier ist tatsächlich jetzt unsere Echinodoros hier drin, dass die also tatsächlich Babys bringt. Ne? Das ist also total klasse, da freue ich mich schon drauf. Dann haben wir in den anderen Aquarien demnächst auch ein paar Pflanzen, denn die Pflanze gefällt mir echt gut. Also richtig klasse. Gut, zum Aussortieren für die Tiere ist es dann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so einfach, aber das macht schon was her, so ein imposantes Pflänzchen. Okay, das wollte ich mal kurz noch so gezeigt haben hier.
Ich gucke gerade selber noch einmal kurz rein, ob noch irgendwas ist, was interessant wäre. Hier haben wir ja auch die Cladophora, aber da tut sich auch nicht mehr viel, muss ich sagen. Da wird auch immer weniger tatsächlich. Es sieht zumindest so aus, ne? Also da ist nicht mehr sehr viel Wachstum gegeben hier. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, hier sind keine Babys mehr drin. Guck mal da. Ja, also doch noch. Ja, die können sich manchmal auch extrem verstecken, muss ich sagen. Das ist das Becken hier, wo ich ja sagte, da sind keine Babys mehr drin. Entweder verstecken die sich wie verrückt oder das sind jetzt tatsächlich schon wieder neue. Auch denkbar. Ja, die Neocaridine, das sind schon richtig klasse Tiere, muss ich sagen. Vorher gibt es auch noch andere Farbschläge und dieser Mix im Prinzip, der gefällt mir tatsächlich am besten. Hier in dem Becken hatte ich erst überlegt, dass ich die anderen Babys von da auch hier alle mit reinpacke, aber ich habe hier einen Farbschlag, den ich versuchen will, ob ich den festigen kann. Ob die Nachkommen, also die nächste Generation dann genauso ist oder ob die sich anders wieder zeigen. Von daher belasse ich das erstmal so. Wir haben aber dieses grüne Becken noch und da bin ich jetzt überlegen, ob wir da jetzt schon Tiere reinsetzen können, obwohl wir Grünalgen drin haben, weil Nitrat und so ist da nicht drin. Also von daher könnte es ja rein theoretisch schon funktionieren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sagen. Ne? Und bevor ich dann irgendwas mache, was nicht in Ordnung ist, lasse ich das lieber. Was denkt ihr darüber? Könnte man hier schon Tiere reinsetzen in das grüne Becken oder nicht? Ich meine, so ist hier, das Grün heißt ja nicht, dass es schlecht ist oder so, ne? So, eins ganz kurz, bevor der Akku alle ist. Das Moos, was ich damals hier rausgeholt habe aus dem Becken hier und aus dem Becken, ist nach wie vor hier in der Schüssel drin. Da habe ich nichts geändert. Ich habe es nicht gesäubert oder sonst irgendwas. Ich hatte es ja mit dem Wasser, also mit dem aufmineralisierten Wasser, frischem Wasser hier dann tatsächlich das nass gemacht. Und das steht da immer noch drin. Aber ansonsten habe ich noch nichts mitgemacht. Und ich kann es auch noch drin lassen, weil das habe ich schon öfters gemacht mit dem Moos, dass ich es irgendwo einfach ins Wasser gepackt habe. Und dann kannst du es da erstmal in Ruhe wachsen lassen. Es muss gar nicht im Aquarium liegen, tatsächlich. So, meine Lieben, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Aquaristik aus dem Aquabotanikerzimmer. Momentan noch mit den Garnelen. Ja gut, es ist so, so lange machen wir es noch nicht und jede Phase, die man mitmacht, lernt man wieder einen Schritt weiter. So gut wie diese Filter sind, aber wir sehen, sie haben einen riesengroßen Nachteil. Also da sollte man wirklich darauf achten, dass man die regelmäßig sauber macht, dass es erst gar nicht zu einer Bakterienüberpopulation tatsächlich kommt. Also die negativen in dem Sinne. Tja, so ist das im Reich der Aquaristik. Jetzt wird wahrscheinlich die Kamera gleich irgendwann ausgehen. Ist aber nicht so schlimm. Ich denke mal, das war doch sehr aufschlussreich heute. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen schon gemacht habt. Insbesondere Nitrat und Bakterien. Das ist, denke ich mal, ganz, ganz, ganz wichtig zu beherzigen und auch zu berücksichtigen, dass man da vorab schon mal die Schwämme säubert und nicht erst dann, wenn da kein Wasser mehr durchläuft. Okay.